Hallo und herzlich willkommen bei meinem Video. Heute ist der 3.10.2020. Ich habe gestern kein Video gemacht, weil ich zuvor 2 Tage kaum geschlafen habe. Vielleicht eine halbe Stunde insgesamt. Und gestern bin ich dann um 17.30 Uhr ins Bett gegangen. 5:30 und hab um 3 Minuten später circa geschlafen und hab durchgeschlafen bis um 9 in der Früh, weil ich so Schlafentzug hatte und so fertig war. Ich hoffe, heute kann ich ohne zusätzliche Medikamente schlafen. Ich bin total mondabhängig und am 1. Mai Vollmond und meistens 2 Tage davor und 2 Tage danach. Und am Vollmondtag kann ich nicht schlafen und das hat mich jetzt so ausgenockt, dass ich kein Video machen konnte. Ich war heute bis um 8 mit Sonne unterwegs. War auch geschminkt, deswegen habe ich jetzt ein bisschen ein rotes Gesicht vom Rubbeln, dass das Make-up abgeht. Und glänzend tue ich auch von der Feuchtigkeit von den Abschminktüchern. Und diese Augenbraue ist irgendwie noch dunkel, obwohl ich schon 3-mal drüber gerollt habe. Es war ein schöner Abend. Und gestern waren keine Assistenten da. Ich habe gestern mit, oder heute, nein, gestern mit Kerstin telefoniert, über alles Mögliche. Das hat ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt für nächste Woche Freitag um 10:30 wieder einen Telefontermin. Das funktioniert immer ganz gut, auch wenn ich dann nicht ganz laut sagen kann, was ich mir denke oder so, weil meine Eltern immer noch mithören können. Weil man ja über manches trotzdem nicht laut spricht oder sie nicht wissen oder so. Oder nicht wissen sollen. Und das ist halt ein bisschen hinderlich, aber momentan funktioniert es noch ganz gut. Ich bin extrem müde noch immer. Hab jetzt auch Mühe gehabt beim Wegsein nicht einzuschlafen. Beim Heimfahren. Mit Sonne hatte ich einen schönen Tag. Wir haben getratscht, Kaffee getrunken. Sie hat geraucht, ich nicht. Ich bin jetzt schon 2,5 Wochen rauchfrei. Oder 2 Wochen und 2 Tage. Oder 3 Tage. Sonst geht's mir relativ gut. Außer, dass das Rauchverlangen noch immer ziemlich groß ist. Und ja, aber es funktioniert. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Am 13. wisst ihr ja, bin ich bei Christoph.
ob ich das jetzt so weiterführe oder auch auf Telefonate umsteige, weiß ich noch nicht. Es kommt auf die Ansteckungszahlen in am Städten an. Und aber momentan fühle ich mich noch gut damit. Und Christoph hat sehr viele Kunden oder Klienten, aber eigentlich sind die, die Risiko ausmachen oder so, momentan eh nicht bei ihm und er desinfiziert sich nachher einmal die Hände. Und man sitzt einen Meter entfernt. Das funktioniert ganz gut. Und deswegen sollte das weitergehen. Auch wenn wir jetzt wieder auf 1000 Infizierte sind. Bei mir im Ort gibt es 2 Fälle. Das weiß ich von meinem Vater. Aber ich weiß nicht wer. Und eine Freundin von meinem Bruder. Von meinem gleichaltrigen Bruder. Also von Christopher. Hat auch Corona. Und befindet sich in Quarantäne. Und ja, ich hoffe nur, er ist nicht so blöd und geht da rein. Aber es ist seine Sache. Nur wenn er die Familie dann damit ansteckt, dann bin ich sauer. Aber momentan sieht es ganz gut aus. Stimmungsmäßig, außer dass ich extrem müde bin noch immer vom Schlafentzug, geht's mir eigentlich ganz gut und relativ stabil. Ich habe jetzt jeden Tag meine Lichtlampe laufen und das macht schon einen großen Unterschied. Merke ich halt zur Zeit. Ich bin total unruhig, wenn ich nicht raus kann. Und es kommt jetzt die Zeit, wo ich nicht mehr raus kann. Und wenn ich die Lichtlampe hab, anhab, bin ich viel ruhiger und ausgeglichener und nicht so nervös. Ich muss mich damit abfinden, dass ich demnächst nicht mehr so viel raus kann. Aber das wird schon funktionieren. Und sonst kommt es mir nur so vor, es wird irrsinnig viele Corona-Babys geben. Oder total viele Leute momentan schwanger sein. Schwanger geworden sind. Und aber das betrifft mich nicht. Und ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen könnte. Sind die schon mal 9 Minuten? Es gibt nicht viel Neues und dabei bleibt's. Wenn ich mehr von Christoph weiß, erzähle ich's natürlich. Sonja kommt am Montag wieder. Corinna am Dienstag. Und dann wechseln sie sich ab. Und ja, das ist alles von mir. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.